Servus, hallo und willkommen zurück zu Golden Sun Part 42. Im letzten Part sind wir an das Schiff gekommen, das nach Colosso fährt. Und wir sollen die Leibgarde quasi spielen. Monster unter Deck, wir hören es schon. Wir sollen dafür sorgen, dass diese Monster hier verschwinden. Isaac, kümmere dich um diese Bestien und rette meine Kameraden. Ja, dazu sind wir ja da. Gut. So stark sind die auch nicht. Nichts Besonderes eigentlich. Echsenkrieger erscheint. Und Flederwut. Was nehmen wir denn da? Nehmen wir einfach mal Erdbeben. Hört sich doch ganz gut an. Hitzesturm. Tornado und... erstmal Fettgletscher. Das ist schon mal sehr effektiv. Was hilft bei der Echse? Das zumindest nicht. Aber die anderen Gegner sind schon weg. Ich habe ja gesagt, die Gegner sind nichts Besonderes. Sind wirklich überhaupt nichts Besonderes. Ja, es kommt davon, wenn man so viel trainiert. Hey, bist du okay? Ah, noch ein Ruderer weniger. Sieht so aus, als hättet ihr diese Seemonster entsorgt. Wir vermissen einen Ruderer. Oh nein, er ist bewusstlos. Sieht so aus, als hätte das Seemonster einen unserer Ruderer geschnappt. Es hilft nichts. Isaac, geh und bitte einen der Passagiere zu rudern, okay? Ja, ja, das kennen wir bereits. Etwas schneller, bitte. Ja, okay, okay, ich renne. Ich weiß gar nicht. Wen nehmen wir denn da? Nehmen wir den Koch. Du machst wohl Witze. Ich soll rudern? Ja. Du Depp, was hast du nur gegen mich? Ist das geil. Isaac, du bist wieder da. Und hast du auch einen Ruderer mitgebracht? Ja, den Koch. Nun, du wirst für uns rudern müssen. Also gut, nimm deinen Platz ein. Du musst nun wieder diesen Bereich schützen, Isaac. Den Rest kennen wir bereits. Vorbereitungen, fertig! Ich muss mal dringend pinkeln! Ich meine, Kurs klar! Alles klar, wir können weiterfahren. Legt euch in die Riemen! Na, ich glaube, der kommt nicht so wirklich ganz mit der Geschichte hier klar. Das kann noch spannend werden. Vielleicht kommen wir tatsächlich vom Kurs ab. Und erreichen dann die Schatzinsel. Schauen wir mal. Oh, Möwen. Ich muss immer noch pinkeln. Ach, das verschreckt sogar die Möwen. Oh, oh. Was ist denn das? Wow. Ach du Heiliger, das sind ganz schön viele. Und die finden natürlich den Weg zu uns runter. Ja, ist ja klar. Monster unter Deck. Isaac, kümmere dich um diese Bestien, bla 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 bla. Mach ich. Virago erscheint und ein Kriegsherr. Also ich finde, wie ein Kriegsherr sieht das nicht aus. Es ist halt mehr irgendwie so ein Tentakelviech-Dingens, oder? Kriegsherr, das hört sich irgendwie nach einem römischen Feldherrn an irgendwie. Ich muss sagen, diese Sequenz, ich bin echt froh, wenn das vorbei ist. Ist, glaube ich, auch die einzige, die so in dem Spiel vorkommt. Also, tut mir leid, die ist einfach nervig. Das kann man nicht anders sagen. Weil es immer das Gleiche ist. Ich möchte es auch schon gar nicht mehr vorlesen. Weil er auch immer das Gleiche sagt. Dass sie jetzt einen Ruderer vermissen und dass ich einen neuen holen soll. Oh mein Gott, er ist bewusstlos. Das kann ich ja überspringen. Es muss ich nicht vorlesen. Nein, ich möchte gar keinen Ruderer mehr holen. Ich habe einfach keine Lust mehr. Nehmen wir den Opa. Von all den Leuten suchst du dir gerade den Ältesten und Gebrechlichsten aus? Ja, ja, los Opa, du musst schuften. Wenn ich vor lauter Anstrengung zusammenbreche, wird es dir leid tun. Ach, stell dich nicht so an.
Im Krieg muss es nun mal Opfer geben. Isaac, du bist wieder da und hast einen Ruderer mitgebracht. Nun, du wirst für uns rudern müssen. Also gut, nimm deinen Platz ein. Wir müssen den Bereich wieder beschützen. Und auch das wird sich jetzt wieder wiederholen. Vorbereitungen fertig! Ich muss immer noch pinkeln! Kurs, klar! Alles klar, wir können weiterfahren. Legt euch in die Riemen! Der Opa bewegt sich einfach mal so krass gar nicht. Das Schiff tut ja eigentlich noch. Bisher klappt doch alles. Ich frage mich, was los ist. Das Schiff sollte nicht so stark schaukeln. Isaac! Isaac, aufs Deck! Isaac, da ist ein riesiges Monster an Deck. Wenn wir nichts unternehmen, werden wir sinken. Du musst uns helfen. Wenn dieses Schiff sinkt, war unsere ganze Mühe umsonst. Lass uns ein paar von diesen Seemonstern schnappen. Wir machen das aber vorher anders. Wir stellen die erstmal alle auf Standby. So, das hat auch einen guten Grund. So. Ah, ich glaube, da brauche ich es nicht unbedingt, aber was soll's. Ja. Heilung? Brauche ich die überhaupt? Boah, krass. Jetzt kommt ein riesiges Viech. Und dafür hat sich das Ganze hier gelohnt. Es ist der furchterregende Krake. Beziehungsweise Kraken. Wie man das auch aussprechen möchte. Und ich rufe jetzt ein paar Djinns. Och, das wird schön. Wir rufen das Gericht. Wir rufen den Meteor. Frogne. Was? Habe ich da einen zu wenig gewählt? Ach, Tor. Genau. Wir rufen Tor. Und Boreas. Ivan beschwört Tor. ...553 Schaden. Also der hat gesessen. Und das ist der geilste Aufruf im ganzen Spiel. Vielleicht sogar einer der geilsten Aufrufe überhaupt, die es jemals gibt. Einfach so derbst übertrieben. Alles kaputt, die ganze Welt vernichtet. Und Krake gleich mit. Mia beschwört Boreas. Der Ice Crusher! Ah, der war nicht so effektiv. Nicht so stark wie die anderen. Krake setzt Wirbelschlag ein. Und wir kontern mit einem Meteor! Der muss aber sitzen. Und 737. Also Feuer ist gegen das Viech sehr effektiv. Was? Warum kann es sich heilen? Kraken können nicht beten. Das ist wieder der Natur. Das geht mal gar nicht. Soll er sich selbst heilen? Nee, er soll angreifen. Du setzt auf jeden Fall Eruption ein. Kann das Ding eigentlich schlafen? Ich weiß es nicht. Setzen wir trotzdem einfach mal Plasma ein und tiefes Gebet für Isaac. Naja, Plasma ist ganz nett. Ragnarök taugt da schon viel mehr, aber ich glaube, hier ist Garrett der Mann der Stunde. Mit seiner Eruption 170 Schaden. Und damit besiegt er tatsächlich die Krake. Lebenswasser um 5200 Münzen. Juhu! Danke, Isaac! Du hast dich gut gegen diese Kraken behauptet.
Wir haben aber noch einen Ruderer verloren. Ich muss den Rumpf überprüfen. Geh und finde dir jemanden, der rudert. Ist nämlich noch jemand Schwachen? Der Junge. Was? Ich? Als Ruderer? Mal schön langsam. Ernsthaft? Oh, du meinst es ernst? Na gut, dann mache ich es halt. Als ob er eine Wahl hat. So, wir haben dir einen Ruderer mitgebracht. Der nimmt auch schön den Platz ein. Und wir beschützen die ganzen Leute hier wieder. Aber schlimmer als der Krake wird's einfach nicht. Vorbereitungen fertig! Pinkeln fertig! Kurs klar! Alles klar, wir können weiterfahren. Wahrscheinlich hat er sich da oben einfach nur in die Hosen gemacht. Als der Krake gekommen ist. Ah, sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Nee, wir kommen auf jeden Fall definitiv nicht vom Kurs ab. Ich könnte jetzt auch nicht einschätzen, wer noch schwach ist. Der Opa war offensichtlich, aber vielleicht die Frau? Obwohl das ja wieder diskriminierend ist. Auch Frauen können rudern. Land in Sicht? Ja, Land in Sicht, tatsächlich. Sehr schön. Hey, ich kann Land sehen. Sieht so aus, als hätten wir es geschafft. Gott sei Dank. Ich glaube, der Koch hasst uns jetzt. Wir haben es geschafft. Endlich! Wir können froh sein, dass wir alle die Angriffe heil überstanden haben. Die anderen Passagiere sind schön vom Bord gegangen. Sie haben sich nicht mal verabschiedet. Wir müssen nicht mehr rudern? Oh, was für eine Erleichterung. Zuerst zwingt ihr einen alten Mann dazu, ein Schiff zu rudern, und dann treibt ihr ihn auch noch an Land. Das ist ja ganz schön unverfroren. Aber deswegen ist man doch auf einem Schiff, damit man später... Ach, egal. Danke für eure schwere Arbeit. Eure Bemühungen haben dieses Schiff in den sicheren Hafen gebracht. Ich danke euch nochmals. Beeilung! In Tolby hat bereits Kolosso begonnen. Ihr solltet euch auch nach Tolby aufmachen. Wollen wir noch mit denen reden? Ach, nee. Wobei, mit dem Captain würde ich schon noch ganz gern reden, was er zu sagen hat. Während sich unsere Gins aufladen, habe ich hier noch irgendwie was vergessen? Nö. Oder war das links? So. Captain, was geht ab? Wenn die Gewässer so gefährlich sind, kann man nicht in See stechen. Ich glaube, ich werde Kolosso besuchen, solange wir noch am Überlegen sind, was wir als nächstes tun sollten. Okay. Kommen wir direkt zur Stadt? Docks von Tolby? Mhm. Die Seitenstraße war blockiert? Daher dachte ich, dass meine Eltern würden per Schiff kommen, aber ich kann sie nirgends sehen. Ach, richtig, wir sollten ja die Nachricht überbringen. Wie war das? Ihr habt eine Nachricht von meinen Eltern für mich? Ja. Sie sind tot! Sie werden nie wiederkommen! Also, es tut mir leid. Oh, sie konnten nicht kommen, weil die Tickets zu teuer waren? Danke, dass ihr mich informiert habt. Wo ist meine Belohnung? Wo ist meine Belohnung? Ich will eine Belohnung haben! Bitte! Danke! Okay, gibt keine Belohnung für mich. Ich war nicht höflich genug. Hier kann ich wieder irgendwas rum? Ah. Ich sehe, dass ich das rumschieben kann. Sogar muss. Wenn ihr nach Tolby wollt, dann geht einfach nach Westen. Es ist nicht weit. Es ist schön eine Weile, es ist schon eine Weile her, seit die Reisegruppe nach Tolby aufgebrochen ist. Oh, dann muss man wohl schnell hinterher, was? Muss ich mir hier wieder so ein Ticket kaufen? Wir haben unser Haus wegen Kolosso vermietet und jetzt fährt kein Schiff. Ohne Schiff können wir nicht auf Reisen gehen. Wir haben unser Haus vermietet. Wo sollen wir jetzt schlafen, wenn das Schiff nicht ablegt? Keine Ahnung. Es tut mir leid, aber derzeit können wir keine Tickets verkaufen. Das Meer ist zu gefährlich. Daher haben wir alle Fahrten storniert. Ja, aber wenn wir mitfahren, dann besiegen wir doch jeden Kraken. Ist doch halb so wild. Die Touristen scheinen aufgeregt zu sein.
Sind Sie seekrank geworden? Ja, ganz bestimmt. Die See war ruhig, aber das Monster hat ganz schön für Seegang gesorgt. Wir brauchen den Fänger bzw. Verschieber. So, einmal Verschieber bitte. Ich glaube nochmal. Ich leg's mir einfach mal auf die rechte Schultertaste. Da ist es doch. Hutschak! So, einmal. Zweimal. Und dann kann ich da auch schon rüber. Einmal, zweimal, so. Und was haben wir da drin? Es ist ein Heiltrank. Werden wir den brauchen? Wir müssen wahrscheinlich wieder ein bisschen Zeug verkaufen. Aber das machen wir vermutlich in Kolosso. Sie hat gesagt nach Westen. Ja, kann man echt nicht nicht verfehlen. Schon richtig. Wir sind in Tolby angelangt. So. Und was uns hier erwartet und was Kolosso überhaupt ist und ob uns das Ganze überhaupt Spaß macht, das erfahrt ihr im nächsten Part. Bis dann!